Vanessa Kurz, mein Name. Ich bin Leiterin der Berufsbildung bei der Syngenta. Syngenta ist eine Firma in Basel. Wir sind in der Agrarwirtschaft tätig, also wir stellen Pflanzenschutzmittel und Saatgut her. Was ich jungen Leuten mit auf den Weg geben würde, ist, dass es wichtig ist, dass sie den Job finden, der ihnen Spass macht. Weil es ist A und so, dass du motiviert bist. Und aus meiner Erfahrung mit mittlerweile doch einigen Jahren in der Berufsbildung auf dem Buckel, muss ich sagen, die besten Lernenden sind die, die Freude haben an dem, was sie machen können. Was ist an unserem Unternehmen speziell? Wir sind ein globales Unternehmen. Also wir haben 28'000 Mitarbeiter weltweit. Und das bedeutet halt, wir haben auch sehr viele Kulturen bei uns, 70 Kulturen, was es sehr spannend macht, weil man kann mit der ganzen Welt interagieren, kann viel von diesen Kulturen auch profitieren. Man kann das Englisch natürlich brauchen, also jemand, der gerne auch Fremdsprachen nutzt, das ist auf jeden Fall bei unserem Unternehmen möglich. Zurück, als ich 15 war, was würde ich meinem Ich sagen? Ich würde sagen, dass Gimme nicht der einzige Weg ist, weil ich bin total dort auf dieser Schiene war und das Gefühl hatte, boah, du musst studieren, sonst wird nichts aus dir. Ich habe das Gimme fertig gemacht, bin dann auch studiert und habe gemerkt, nein, das ist es nicht. Und ich glaube, ich würde mir sagen, hey, schau zuerst mal an, was gibt es sonst noch für Wege, bevor du dich auf etwas festfahren. Bei einer Bewerbung schaue ich echt darauf, dass sie super daherkommt. Also sie kommt zwar mittlerweile halt digital, per E-Mail oder eben Justi als Plattform oder andere Plattformen, aber trotzdem Scans müssen super sein. Also sie sollten dort keine, sie sollten nicht schräg im Scanner liegen oder Ecken abgeschnitten. Also das ist sicher ein Punkt. Der andere ist, eine Bewerbung muss vollständig sein, also das Zeugnis, das einverlangt werden. Oder auch wenn eine Firma einen Bewerbungsbogen hat und das steht noch explizit, dann wünschen wir uns natürlich auch, dass die Bewerbung vollständig ist. Beim Vorstellungsgespräch ist mir wichtig, dass es zwischenmenschlich stimmt. Ich sage auch jedem Kandidaten, ich versuche alle Vorstellungsgespräche selber zu führen, weil ich möchte mich bewusst für einen Kandidaten entscheiden und umgekehrt soll er sich oder sie sich auch bewusst für mich als Vorgesetzte entscheiden. Weil wenn es zwischenmenschlich stimmt, dann findet man immer eine Lösung. Man unterstützt sich gern gegenseitig. Die Lernenden sind oftmals auch motivierter. Und ich denke, das ist einfach das A und so. Und wenn das matcht, dann passt es definitiv.